Servus und willkommen zu einem neuen Rekord von Ida Fragezeichen und der Plan der Kamelmann. Wir sind stehen geblieben und zwar haben wir ein paar Fragen offen mit den Geisterperlen. Und zwar gab es noch eine Sache. Wie hast du es geschafft, vor mir einzutreffen? Ob du eilst oder langsam gehst, der Weg bleibt immer der gleiche. Oder klingt dir das zu sehr nach One? Ich könnte mir dich tatsächlich als seinen Ziehsohn vorstellen, wenn du nicht ein so verdammt anständiger Kerl wärst. Das macht dann wohl einen Dollar für die Fluchkasse. Die drei Fragezeichen haben tatsächlich eine. Immer wenn wir es mit einem Fluch zu tun haben, zahlt jeder von uns ein. So, was ist damit auf sich? Nutzen wir die Zeit, während du dein Handy auflädst, um über damals zu reden. Wie war das mit... grünen Geist und den Lebensperlen? Schließlich haben wir es erneut mit einer Entführung zu tun. Ich habe das Ladegerät auf den Nachttisch gestellt. Wie war das also mit dem grünen Geist und den Perlen? Mal sehen, ob wir noch alles auf die Reihe bekommen. Es begann in Rocky Beach. Nach einem Schrei aus der verlassenen Villa von Matthias Green sichteten Peter und ich mit einigen Passanten seinen grünen Geist. Dem anwesenden Hund ist es kalt. Euer Familienanwalt, dein Onkel Carlson, erlaubte der Polizei, eine brüchige Wand einzuschlagen. Dahinter war eine Kammer, samt Skelett. Im Sarg lag eine Schnur mit unscheinbaren Perlen. Tante rief an und lud mich und Peter die Augenzeugen aufs Weingut ein. Wir flogen nach San Francisco. Justus knüpfte sich daheim die Aufnahmen vor, die ich an jenem Abend gemacht hatte. Aha. So war es. Ich holte euch mit Personal am Flughafen ab. Mein Onkel zeigte uns die Perlenschnur, die nun im Safe verwahrt wurde. Nachdem der grüne Geist Tante Lydia heimgesucht hatte, waren die Perlen weg. Aha. Für die Weinkeller ließ ich Peter ungefragt die Taschenlampe von Jensen, eurem Betriebsleiter für Anbau, lernen. Erbost machte er Peters Pferd scheu, denn in der Lampe steckte die Beute. Hey. Warte. Das macht Sinn. Wir wählten einen besonderen Ausweg. Die alten Stollen einer verlassenen Goldmine. Ihr habt die Felswände bekritzelt, um nicht die Orientierung zu verlieren. Ah, so war's gewesen. Zu dumm, dass uns Jensen abfing und verschleppte. Peter fand noch Zeit, um die Perlen zu verstecken. Er ahnte nicht, dass ihm ein Erdbeben einen Strich durch die Rechnung machen sollte.
Justus kam, um uns zu suchen. Sein Verdacht bestätigte sich. Tante Lydia erkannte auf dem Band Onkel Harolds Stimme. Er hatte den grünen Geist inszeniert. Wir waren Gefangene des alten Warn. Aha. Warn verlangte nach den Perlen, die angeblich sein Leben verlängern. Das erforderte Peters Einsatz. Ich hielt Warns einschläfernder Hypnose stand und konnte auf der Rückfahrt eine Fährte geben. Mr. Carlson wollte dem verschuldeten Weingut eine Versteigerung aufzwingen und den Betrieb selber kaufen, damit du ihn nicht erbst. Der Geist sollte bis dahin dem Ruf des Weinguts schaden. Richtig. Der Glaube versetzt Berge. Wenn One erst einmal weitere Geisterperlen besitzt, wird er uns noch alle überleben. Die Perlen sind mir Wurst. Wir müssen Justus, Peter und Ivan befreien. Wir wissen nicht, wo genau One residiert. Polizei schreckt ihn nicht. Er schreckt sie, Sandler. Er wollte einen Imageschaden vermeiden. Ach ja, euer Auftraggeber, nicht wahr? Die Frage ist, was machen wir mit Robin und dem Chamäleon? Tja, das ist eine andere Sache. Sei vorsichtig. Ich werde mich im Haus umsehen und schauen, wo wir Robin vor dem Chamäleon verstecken können. So ein induktives Schnellladegerät ist der Hammer. Aber erstmal geht sämtliche Knete für mein Wägelchen drauf. Oh, der schmeckt okay. Tut mir leid, Bob. Ich habe ihn nicht kommen sehen. Du hast Ausdauer, Andrews. Alle Achtung. Oh, falscher Ivan. Aber ewig lasse ich mich nicht abhängen. Schon gar nicht von jemandem, der für Recherchen und Archiv zuständig ist. Wir übernehmen jeden Fall. Ich denke mal, ihr Jungs habt eure kleine Detektei ab sofort geschlossen. Lass mich raten. Der liebenswerte Ching Chang Chong möchte meinem Robin Unterschlupf gewähren. Das wird nicht passieren. Ich warne dich, Chamäleon. Du wirst dem alten Won nicht liefern können, worauf er aus ist. Zumindest nicht die bisherige Menge. Darf ich fragen, wovon du sprichst? So, dann wissen gleich wir da, so bis gleich. So, Leute. Wir müssen irgendwie den hier konfrontieren, irgendwie mit dem weißen Perlen. Veranlasse umgehend, dass meine Freunde freikommen. Und der echte Ivan. Und Robin. Sonst vernichte ich die Geisterperlen auf der Stelle. Sieh mal an, der kleine Archivar muckt auf. Oh. So, Andrews, du warst also schnüffeln. Und nun gib mir die Perlen zurück. Sonst muss der arme Robin bald auf eine Beerdigung gehen. So ist es brav. Und nun werden wir uns ganz gesittet zu Miss Green an den Tisch setzen. Andrews, mach jetzt keinen Blödsinn. Abhauen, Mordel. Ich will abhauen. Du willst in den Bus. Ich habe da ein stilles Kämmerlein für dich mit fließend Wasser. Können wir mich abhauen? Einmal. Sag mal, spreche ich vielleicht Chinesisch? Ja. Sag mal, spreche ich vielleicht Chinesisch? Ja, du sprichst Chinesisch. Sag mal, spreche ich vielleicht Chinesisch? Ja, das machst du wohl. Sag mal, spreche ich vielleicht Chinesisch? Komm. Das wagst du nicht. Doch. Sag mal, spreche ich vielleicht Chinesisch? Das wagst du nicht. Sag mal, spreche ich vielleicht Chinesisch? Sag mal, spreche ich vielleicht Chinesisch? Sag mal, spreche ich vielleicht Chinesisch? Dich lasse ich nicht mehr aus den Augen, Andrew. Sag mal, spreche ich vielleicht Chinesisch? Dich lasse ich nicht mehr aus den Augen, Andrews. Hä?
Du machst einen Riesenfehler, Andrews! Kopflos sucht Bob sein Heil in der Flucht. Ob das klug ist? Fieberhaft überlegt der dritte Detektiv, wie sich Justus und Peter finden lassen, ohne die Polizei einzuschalten oder andere Beteiligte zu gefährden. Den drei Fragezeichen ist nur bekannt, dass Juan irgendwo in San Francisco lebte. Doch Bob ist nicht der Einzige, der ungehindert auf die hügelige Stadt zuhält. Das Chamäleon hat überraschend für die Greens im Nu sein Team zusammengerufen. Wer wird die Oberhand behalten? Tja, das ist eine Frage, die übel bleibt. Der Let's Go, Freunde. So, wir sehen uns im nächsten Part. Und wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn, euer Helios und Jö mit Doppel zu dem Ö.